Hallo Leute, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play NBA 2K15 auf der PlayStation 4 im General Manager Modus mit den Chicago Bulls. Wir sind auf der anderen Seite übrigens da. Und ja, es ist Postseason. Ich muss mal eben das Mikro Sekunde anders platzieren, sonst kann ich nämlich gleich nicht mehr mit euch reden. So, na bitte. Ja, es ist Postseason. Und unser erstes Spiel gegen die Knicks, das werden wir natürlich spielen, haben wir ja gesagt, dass wir die ersten Spiele in der Serie stets spielen werden, wenn wir sie gewinnen. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob wir 5-5-5, können wir gleich, glaube ich, noch. Nicht schwer, Taj Gibson ist uns relativ egal, können wir noch gucken? Ja. Vielleicht unter den Settings oder so. Ich wollte nämlich gucken. Ich weiß es nicht. Seht ihr es irgendwo? Nee, ne? Nee, hier nicht. Ich sehe es nicht. Das heißt, wir müssen Dingsbumsen hier. Ja, einfach mal gucken. Ich glaube, es war 5, 5, 5, 7. Also Best of 5, Best of 5, Best of 5 und die Finals Best of 7. Müssen uns da überraschen lassen. Spiel starten. Optimalerweise gewinnen wir jetzt das direkt das erste Spiel hier gegen die Knicks und können den Rest dann durchsimulieren. Also so ist der Plan. Wir spielen das erste Spiel der Serie und dann liegen wir, wenn wir gewinnen, mit 1-0 vorne, das ist ja jetzt nun mal nicht von Hand zu weisen, dann dürfen wir simulieren, so lange bis wir zurückliegen, außer es ist ein Entscheidungsspiel, das heißt, außer es steht 2-2, dann simulieren wir natürlich nicht in einer Best-of-5-Serie, ne? Habt ihr verstanden? Des Weiteren verlieren wir das erste Spiel, müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. So, also wenn wir jetzt gegen die Knicks verlieren sollten, brauchen wir gar nicht diskutieren, dann spielen wir nochmal gegen die Knicks. Ganz einfach. Und dann können wir simulieren. Ja, dann steht es 1-1 oder Stunde ist 1-1. So, irgendwie so, wir kriegen das schon geregelt. Scheiß drauf. Welcome everyone, wir haben natürlich den Heimvorteil als bestes Team ever. Und ihr habt gesehen, der gute Carmelo Anthony ist natürlich hier auch am Start. Und ja, der nervt uns jetzt schon. Aber wir werden da mal gucken, dass wir den ganz speziell in Deckung nehmen. Also so, wie wir es auch bei LeBron gemacht haben. Ja, genau so kann es funktionieren. Oh! Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn wir gezogen hätten. Wären, tun, machen. Da muss einer mal irgendwo mal hin. Oh! Die ersten Punkte! In diesem Playoff-Spiel erzielen die New York Knicks. Schön, wie er dann irgendwo hingeht, wo er gar nicht zu sein hat, oder? Ich freue mich immer. So. Derrick Rose mit der Antwort. Das war wieder gerade eigentlich ein Beispiel, wieso ich das Passsystem nicht mag. So, wir machen hier unten wieder alles dicht. Ja. Lalala. Sauberst. Der Steal hinten und vorne die Punkte. So soll das laufen. Hallo United Center. Die Bulls führen gegen die Knicks. Und gegen die haben wir definitiv das erste Spiel damals verloren.
Anthony bis jetzt komplett aus dem Spiel raus. Carlos Boozer. Oh, verlegt. Und jetzt könnte es unter Umständen wieder schnell gehen. Nee, Rose bricht ab. Rose bricht ab. Kriegt jetzt den Block hier inside gestellt. Und da ist einer aber mutig. Ah, zu mutig. Na, das ist ja ungewöhnlich hier. Da keiner mehr Bock hat zu verteidigen. Wobei, nee, eigentlich ist es nicht ungewöhnlich. Egal, den Fehler haben wir vorne gemacht. Ja, jetzt haben wir keinen Spielzug mehr. Das ist bedauerlich. Aha. So, da kommt der Block. Das bringt mir jetzt gerade gar nichts hier. Andrew Bynum im Postgame mit den nächsten Punkten. Ja, wir müssen da durchaus variabel spielen. Und dazu gehört nun mal auch das Spiel im Post. Ah! Gut, wenn ich mit Bynum natürlich zur Help Defense komme, dann dürfte auch irgendjemand hinten aushelfen. Taj Gibson zum Beispiel. Er würde ja gerne mehr Minuten spielen. Spielt aber eigentlich nur Rotze. Naja. Hab nichts gesagt. Alles gut, Taj. Wir bleiben variabel. Ne? Jeder punktet hier. Boah, mit Brett. Bitch. Carlos. Booze. Und Derrick Rose. Schöner Block. Der Drive durch die Mitte. Layup. 10 zu 8. Rebound. Ah. Aber wir lassen ja, die anderen werfen. Aber nicht Anthony. Bis hierhin. Ah, da kommt das Foul, endlich. Schumpert. Ian Schumpert, glaube ich. Müsste Ian heißen. Und Rose brings back the lead. Oh, den zweiten wirft er aufs Brett. Aufs Eisen, Entschuldigung. Ne. Ach! Staudemeyer, genau. Da ist ja noch direkt noch einer mit dem Arm eigentlich dabei, aber naja. Ja, Zeller, das ist weit! Oh Gott! Ich hab's befürchtet. Ja, das gibt einen Jumper, Baby. Kluges Doublen und Tim Hardaway Jr. Heißt er überhaupt Tim? Auf jeden Fall, damals hieß er Tim. Hardaway Jr. war isoliert. Das ist der Falsche. Oh ja. 13-12. Ein interessantes Spiel. Ein Spiel, was ja, hin und her geht. Höchst interessant. Sehr konzentriert gehen wir auch mal zu Werke. José Calderón. Komm, Dagi! Oh. Da kommt der Schuss. Calderón kann die Dinger. Gott sei Dank in dem Moment nicht. Oh, nee. And the foul on Derrick Rose.
Foul von Derrick Rose, sein erstes. 7,3 Sekunden noch. Die Knicks werden aller Wahrscheinlichkeit nach den Spielzug hier mit der Shot Clock beenden. Ja, den kann er ruhig haben. Und wir gehen mit einer, ja, ganz, ganz, ganz engen Kiste, 13-12 mit einer 1-Punkte-Führung ins zweite Viertel. Aber Freunde, ich sag euch, was ich denke. Ich gehe stark davon aus, dass wenn wir Mello weiterhin so gut im Griff haben, die Knicks früher oder später anfangen, Backsteine zu werfen. Und wir haben noch einiges an Kapazitäten. Oh, was für ein Pass. Beeindruckend. Also, da auch wieder ein absolut krasses Beispiel, wieso ich dieses Jahr so unfassbar enttäuscht bin. Also, ich meine wirklich, da muss man jetzt nicht hier die hellste Leuchte sein. Ja, 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 ja. Um da den Pass anständig zu an den Mann zu bringen. Das ist ein Meter. Und der wirft ihn genau in den Gegner rein. Also, naja, komm, ist gut. Dann läuft es halt so. Machst du nichts. Calderon verwirft seltsamerweise auch einen Freiwurf. 13-13. Ich hätte den ersten direkt nehmen sollen, aber gut. Als keine Bewegung vom Gegner kam, dachte ich mir so, ja, wenn er da jetzt wirklich stehen bleiben will, dann darf er das gerne tun. Aufpassen, Stevenson hat schnelle Finger. Oh. Ach, hör doch auf. Schampert mit so viel Schwein, wie ich in einem Jahr nicht habe. Ich habe Lotto gespielt am Wochenende. Drei Felder habe ich ausgefüllt. Und ich habe einen richtigen. In drei... Ach, egal. Komm. Gibt es da nicht auch einen Preis irgendwie für? Wie kann man denn nur einen richtigen haben bei... Ich meine, rechnet mir mal die Chancen aus. Ja, wobei... Oh! Wo ist denn Beinem da am Start? Ist ja schon fast auf Ersatzbank. Unglaublich. Weil waren ja nicht alles doppelte Zahlen, nicht alles einmal gewählte Zahlen. Ne? Das heißt also, wir haben ja nicht hier 3x6 aus 49, sondern die eine oder andere Zahl wird sich ja wahrscheinlich auch. Taj Gibson gegen Busa, faul. Ja, Gibson nimmt das gerade persönlich hier, ne? Dass ich sage, der ist eh nicht hier in meinem Plan und hast du nicht gesehen? Ja, toll, Pfeife. Nein, alles gut. Aber der Pass kommt natürlich haargenau an. Das müsste man erklären. Ich meine, wirklich so ein Pass, wo drei Leute irgendwie im Weg sind, hat wirklich eine Chance anzukommen. Der Pass, wo... Ist egal, komm. Kommt nicht an. Nee. Ja, ich mache den ja absichtlich schon sehr spät. Aber der muss natürlich dann, hochkommen. Over the back von J.R. Smith. Oder Josh Smith? Kann ich Josh Smith gewinnen? Nein. Oder spielt Josh jetzt in New York? Keine Ahnung. Wir werden es beobachten. Doch, da oben? Nee. Boy, Lance Stevenson. Nee, der müsste JR gewesen sein. Ich sehe da keinen Josh. Feeds to Boozer.
Ja, Boozer macht ein gutes Spiel bis hierhin. Gar keine Frage. Ja. Shot Clock. Alles gut. Zwar landet dieser geblockte Ball auch wieder haargenau in Boozers Arme, aber der kann die Pille nicht mehr Richtung Korb bringen. Oh ja. Oh! Kein Pfiff! Da wird Stevenson wie ein Flummi durch die Gegend geschossen. Oh! Ja, und dann nicht mal den Rebound kriegen. Freunde! Mitlaufen, gar nichts machen und dann nicht mal bereitstehen zum Rebound. Das kotzt mich ein bisschen an. Ist nicht das erste Mal. Ah! Dahin! Oh, schnell in den Block kommen. Ach, fleck mich doch am Arsch, ey. Ja, sicher. Eigentlich soll der Pass auch direkt zu Stevenson gehen und nicht erst über Gibson. Aber egal, komm. Das Passsystem ist einfach nur zum Würgen. So. Moose gegen Taj Gibson und Mr. Bynum ist am Start. Oh oh, das ist zu weit. Das ist übertrieben. Aber der Ball bleibt bei uns. So, Dougie McDee ist am Start. Oh ja, komm. Oh! Negativ, mein Freund. Ach, was für ein Lacker. George baut das Spiel auf. Na, schauen wir mal. Dann geht er also auf D-Rose. Und der Block sitzt gar nicht. Hat Gibson überhaupt den Block gestellt oder war der noch am Überlegen? Glück gehabt, dass er reingeht. So, letzte Minute läuft. Oh, McDermott zu weit weg. Habe ich gar nicht registriert, als ich geswitcht habe. Stand vorher schon zu weit weg, der gute Dougie McDee. Genau. So, 10 Sekunden noch. Kann man aber faul pfeifen. Naja, dann im Nachhinein. Taj Gibson! Gut aufgepasst, Rebound gepflückt. Nachdem Paul George sich verstoppt hat, der MVP der laufenden Saison. Und jetzt, durch dieses 3-Punkt-Spiel, sind wir tatsächlich noch 4 vorne zur Halbzeit. Was für ein intensives Spiel, Freunde. Aber ich bleibe dabei. Wenn wir es schaffen, weiterhin Carmelo Anthony aus dem Spiel zu halten, und das ist ja eigentlich bis auf diesen einen Fauxpas ganz gut geglückt, dann haben wir gute Chancen, hier heute als Sieger vom Platz zu gehen. Er muss nur noch das Passspiel ein bisschen mitspielen und dann wird auch alles gut. Ja, so ist es, Freunde, so nicht anders. 29 zu 25 und wir sind im dritten Viertel und Ballbesitz Bulls. Good ones.
You know, points per shot attempted is really one of the undervalued stats in the game, and it's a real measurement of efficient scoring. Paul George! Schöner Spielzug. Den hatte ich. Hatten wir den schon in der Form überhaupt auf dem Kasten? So, wir bleiben natürlich hier wieder mal bei unserem Freund. Loser darf auch mal irgendwann mal einen verwerfen. So ist es jetzt geschehen. Was macht er denn? Hä? Was war das denn? Okay. Da hüpft er ohne was zu machen irgendwie Richtung aus oder so. Voll gut. Ja. Muss man keinen offensiv Foul pfeifen. War ja noch kein, ist ja noch kein Arm abgefallen. Das ist ja nicht, nein, es ist nicht J.R. Smith. So. Denn J.R. Smith ist schon lange nicht mehr über den Knicks und ist auch erheblich tätowierter als der Kollege da. Aber es ist doch nicht Josh Smith. Keine Ahnung, was für ein Smith es ist, aber weder der eine noch der andere. So, 31-27, hätten wir das auch geklärt oder auch nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, wird der eine oder andere gleich kommen und in den Kommentaren schreiben, welcher J. Smith es ist. So, was haben wir denn hier? Wir können Rose anspielen. Wir können aber auch, pass auf. Oh. Defense. Ne, mein Freund. Ja, ja, klar. Tickt er eben wieder voll in den Arm. Ach, leck mich doch. Das, also diese... Der wird geblockt und kriegt den Ball einfach wieder in den Arm. Oh, guck mal. Auch null Reaktionszeit, die er dann benötigt, um damit klarzukommen oder so. Einfach wieder. Oh, geil. Ball. Nee, nee. Wen soll ich da spielen? Ah, okay. Von mir aus. Ja, hallo? Es soll ja Leute geben, die da schon mal Foul gepfiffen haben. Hm. Nicht hier in dieser Halle heute, aber ne, allgemein mal so ein Spiel. Bumpfake, der Gegner springt hoch, springt in uns rein, es gibt keinen Foulpfiff. Also wenn sich das die Playoffs durchzieht, werden wir noch viel Spaß haben. Nicht. So, eben was trinken, Jungs. Ihr auch. Los, gönnt euch die Auszeit. So, Auszeiten wären eigentlich perfekt für einen Sponsor, den wir dann an Land ziehen würden, oder? Könnt ihr mir vorstellen, dass wir ein paar Werbeeinblendungen gerade bei US-Sport nutzen, um, naja. Will ja keiner. Kommt noch. So. So einen Pass sollte ich mal machen, Alter. So einen Pass. Wenn ich den Pass so spiele, dann ist aber Halligalli bis Ostern. Alter Vater. Naja. So, die nächsten Punkte für die Knicks. Eigentlich sollte der da hinten herlaufen, glaube ich, oder? Oh, ist auch kein Foul. Obwohl die 14... Der ominöse J. Smith in uns reinläuft. 35-31. Wir wollen uns jetzt auch nicht hier nur beschweren, sondern lasst uns versuchen, einfach konzentriert zu bleiben. Aha. Da ist er dran, der Lümmel. Oh, jetzt wird's aber wild hier. Ach! So Dreier gelingen uns jetzt momentan hier gar nicht, oder? Oh oh. Rebound, irgendeiner. Taj Gibson ist da schon wieder stehen geblieben, ne? Hab keinen Bock, wenn der Rebound kommen sollte. Ist mir egal. Wohin willst du? Hallo? Keine Kontrolle über den Spieler hier. Tut mir leid.
Ach, hör doch auf. Die Affen haben gerade, ja, in der ersten Halbzeit so unendlich viele Lacker-Dinge reingeknallt. Ja, da habe ich nichts gesagt, alles gut. Aber dann gönn mir doch wenigstens die, die ich wirklich einigermaßen geplant auf den Court bringe. Alles kein Foul, ne? Das ist alles. Herzlichen Glückwunsch. Heieieiei. Nein, ich darf mich nicht mehr aufregen. Aber ich fieber ja mit. Das ist mein Problem wahrscheinlich. Wenn es mir gleichgültig wäre, könnte ich auch... Oh! Gleichgültig reagieren. Alter, der wirft den durch Seller durch. Nochmal, wenn ich so ein Passspiel an den Tag legen würde, ne? Es würde hier 18-0 enden. 80-0. Nein, warum Pumpfakes, du? Komisch. So, Seller, gib mir doch mal hier den... Genau. Gib mir doch mal ein Blöckchen. Der war auch nicht schlecht geworfen eigentlich, oder? Hoch, 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 hoch! Nix da. So, machen wir langsam hier. Wir führen mit 3 vor, wir müssen jetzt hier nicht ausrasten wie so Halbgescheite. So, kein Spielzug mehr. Was macht er denn? Aha. Komm, Dagi! Oh! DMD! Doug McDermott! Mit einem... Ja, war es schon ein Turnaround-Fader? Schwer zu erkennen. War auf jeden Fall ein relativ wilder Kirmeswurf, der trotzdem die Chance hat und der geht sogar rein, ja. Das war aber JR. Verarsch mich ja nicht. Ja, sicher. Das ist definitiv JR's Mist gewesen. Die 8. Ist er doch noch da. Ja, wo kann. Nein. Also das ist ein absolutes Mismatch. Ja. Aber Staudemeyer sehr beweglich. Und Lance lässt die Muskeln spielen. Schönes Foul. Mirotic. Ja, Bagnani, der kann Freiwürfe. Sollte nichts schief gehen. Gut. Warum springt? Egal, komm. 6 Sekunden, da ist ja durchaus noch was drin. Oh. Ui. So, okay. 4 vor. 3 vor, Entschuldigung. Letzte Viertel. Spiel 1 hier im United Center. Es ist spannend. Und wir sind live dabei. State Farm Assist of the Game. Derrick Rose auf. Ich tippe mal Paul George, der jetzt hier gleich angeflogen kommt. Und da ist er auch schon wie auf Kommando. So. Ja, Mello, das ist bis jetzt relativ wenig und das darf auch ehrlich gesagt genau so bleiben. Oh, Anthony jetzt auf der Power-Forward-Position. Gegen Mirotic, da ist natürlich, da hat er natürlich Vorteile. Brauchen wir gar nicht drüber verhandeln, aber Mirotic, ja, muss hier jetzt einfach mal alles geben. Und das macht er auch. Fehlwurf! New York. Three! Ein ganz klares Zeichen an Calderon, wenn du mich so verteidigst,
wird es hier hässlich für dich. Wow, richtig gute Defense-Arbeit hier jetzt von Bynum. Oh, George bleibt stehen oder keine Ahnung. Das wäre ja durchaus jetzt ein Neckbreaker gewesen hier, wenn man diesen Fastbreak demotivierend reingecrashed hätte. Carmelo Anthony ist wütend und schießt für drei. Einfach mal so. Einfach mal so. Attacke! In the screen and Heinrich has it in the corner and George kicks to Gibson. Kann er eigentlich, kann er eigentlich. Ja, Mitteldistanz kann er, der Taj. Da ist er ja dann doch schon ziemlich brauchbar und flexibel. Nicht so wie Bynum. Bei Bynum kannst du aus der Mitteldistanz nicht klingen. Ne? Ah, Boozer. Obwohl die Defense eigentlich steht. Schnelle Punkte. Der nix. Und wir versuchen einigermaßen langsam zu spielen. Oh, der passt. Eigentlich soll er noch den Schritt die Linie machen und dann einen Korbleger oder so machen. Aber so geht es natürlich auch. So, jetzt vielleicht mal nicht ganz so schnell hier die Punkte kassieren. George jetzt wieder gegen... Komm mal, Anthony Shumpert. Leute, das muss besser da unterm Korb ausgeboxt werden. So geht es nicht. Unser. Ja, da gut aufgepasst, der Mallow. Hat da auf den Pass spekuliert und den spiele ich auch genauso. Da gibt es ja auch keine Entschuldigung irgendwie Richtung scheiß Passsystem. Oh. Nein. Also der war wirklich keiner der schweren Sorte. Meiner Meinung nach absolut machbares Ding. Und er geht mal wieder nicht rein. Ach, hör auf, ey. Was ist jetzt los? Hä? War das jetzt ein schwieriger Pass, dass er den so krass überwirft? Ich meine, klar, Rose ist jetzt nicht der beste Passspieler, ne? Und er ist ja auch sehr, sehr ballunsicher, weil er beim Dribbling oft gerne auch mal bei uns den Ball vertändelt. Nicht so wie bei denen hier, die Elite-Point Guards. Oder? Ne, das ist ja schon absolut nachvollziehbar. So. Ja. Das ist definitiv die Marke falscher Spieler, falscher Ball. Und schon gar nicht dribbeln. Boozer. Und dann kommen meine Big Guys, Bynum und Taj Gibson, und zeigen, dass sie einigermaßen zocken können. Zumindest Taj Gibson hat das wieder mal sehr, sehr gut gemacht. Muss nicht übertreiben, Mallow jetzt. Alter Vater. Jetzt rastet er aus. Unglaublich. 2,5 Minuten noch. Wir sind 3 vor. Das wird eine enge Kiste, fürchte ich. Eine zu enge Kiste für mein Herz. Naja, muss er werfen. Naja. Muss ich eigentlich schon direkt werfen, ohne Pump-Faken. Ich war mir nicht sicher, ob der Larkin, der Elite-Point Guard, jetzt da dran vorbeikommt oder nicht. So. Ach, Kacke, ey. Mach ich nicht gut jetzt. Da ist Mallow mit einem Schritt vorbei und das sind schnelle Punkte, das ist mein Problem. Jetzt ist die Frage, wer versagt wann? Und wie ich mein Glück kenne, ne? Schauen wir mal, wir bleiben locker und spielen hier unsere Spielzüge. Ah! PG 42! Nicht umsonst ist er der MVP der laufenden Saison. 5 vor! Das United Center erhebt sich! Es wird böse laut! Und Larkin macht einfache Punkte. Muss in der Situation einfach nicht sein.
purposeful, precise passing. We love it, and so does this team because they're taking advantage of it. Here's Rose, following the score by New York. Stevenson outside, shot clock at 5. Vergiss das mal schön. Und der nächste Ballverlust, wo ich gar nicht weiß, wer da jetzt irgendwie am Ball war. Es sah aus, als würde er den, als hätte er den ins Aus gelegt. Naja. Larkin gegen Rose. Smith, Schumper drückt ab und setzt. Wir haben einen Ausgleich. Natürlich. Jeder Vollpfosten kann jetzt gerade von jeder Position auf dem Feld werfen. Das Ding geht rein. Meiner nicht, ne? Doch. Die Antwort! 2 nur? Scheiße! Ich dachte, ich wäre jenseits der 3. Schumper, drück doch einfach ab, ist doch egal. Ist doch eh drin. Aha. Nö. Da habe ich doch keinen Vertrag mit hier. 40 Sekunden, Freunde. Wir führen doch. Killer! Killerball! Killerball! Sitz nicht! Wollt ihr mich verarschen? Der x-te Ball, der relativ gut vom Timing her aussah und nicht reingeht. Und ich sag's nochmal, auf der anderen Seite sind da Teile mit Kontakt und habt da nicht gesehen, die alle reinflummen. Die Uhr tickt runter. Runterspielen können sie es nicht. Oh oh. Auch so, ne? Wenn ich so Pässe spiele. Junge, Junge. Okay, 15 Sekunden, wir spielen das Ding jetzt aus. Overtime oder Sieg. Der Ball geht auf Derrick Rose. Nein! Leck mich doch. Das ist der 20. Ball, der so wegtickt. Richtig schöner Spielzug, alles gut. Derrick kommt frei aus der Mitteldistanz zum Schuss und natürlich ist er kein Schumpert oder Larkin. Die, da ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, wenn die so agieren. Wobei, so frei waren die ja nie. Nee, Freunde, da werde ich pissy, ehrlich. Oh. So, das hatten wir schon mal. Ja, klar. Passt einfach durch und durch, ist ja kein Ding. Oh Mann. Schön Beine. Nein. Direkt Pass Viereck. Ist ganz klar Paul George. Und nicht nach hinten. Ich weiß nicht, welche Taste ich gedrückt haben soll, dass er nach hinten geht. Er ging auf den Center, also L2 wahrscheinlich, ne? Warte mal. Ist ja egal, komm. Alles gut. Passt schon. Ja, L2 wäre der Center und die habe ich garantiert nicht gewonnen. Warum auch? Hat L2 überhaupt noch irgendeine Funktion? Nee. Na Freunde, es tut mir leid, ich habe es mir ja nicht ausgesucht. Aber hier gehen nun mal die Würfe nicht rein. Schöner offensiver Rebound von Andrew Bynum. Das ist ein Offensivfoul. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, Referees. Ihr habt eine gute Entscheidung getroffen. Mit der Schulter voran. Ja, komm, gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Yeah, baby! Fress das! Wenn Calderon und Carmelo Anthony da noch rumstehen und sich unterhalten, dann spiele ich mal weiter Basketball. Oder was denkt ihr? So, jetzt kommt der Doppelblock. Der sitzt nicht. Und die Fans erheben sich, wenn auch nur kurz. Nee, nee. Aber wir haben den Ball. Schon cool. Nein! Der war unnötig risikoreich gespielt. Ja, warum George da hinläuft, ist mir unbegreiflich. Das müsste man mir erklären. Ich kann es mir nicht erklären.
Er muss einfach nur mitlaufen und wir haben noch eine Chance irgendwie aufs Foul oder so. Aber er bleibt da stehen und läuft da unten hin. Oh, nee. Oh! Und der geht rein, ja! Also das war wahrscheinlich der einzige Ball, der wirklich neben dem vom Doug McDermott vorhin, der wirklich eigentlich keine Chance hat, reinzugehen. Und der pflückt, er fällt rein. Ihr dürft alle punkten, ist mir scheißegal. Aber nicht Carmelo Anthony. 4 vor, was für eine Dramatik hier. In der Overtime, Spiel 1, Playoffs. Bulls gegen die Knicks. Und Larkin geht, nee, Shumpert geht an die Linie, Entschuldigung. Macht den ersten rein. Und der zweite geht nicht rein. Warum behalten die den Ball? Hä? Warum haben die den Ball behalten? Das war jetzt kein... Hä? Ich möchte es gar nicht wissen. Alles gut. Derrick Rose. Souverän. 66 zu 63. Oh oh. Und Paul George läuft auf den Korb zu. Das dürfte doch die Entscheidung gewesen sein. Das dürfte es doch gewesen sein. Outside Knicks. 5 vor 22,7 Sekunden hier. Noch zu spielen in der Verlängerung. Und das war's. Oh! Eieiei, ich wollte den Ball relativ schleunig so einen guten Freiwerfer passen. Das war schlecht, ganz, ganz einfach. War eine dumme Idee. Und statt das war's, erleben wir jetzt nochmal ein... Müsste jetzt das Foul kommen, da ist es. Und da ist das nächste Foul. Derrick macht den ersten rein. Und das ist die wichtige 4-Punkt-Führung. Und auch der tickt rein. 5-Point-Gang! 10,9 Sekunden noch. Calderon bringt den Ball nach vorne. José Calderon. Ja, lasst euch Zeit. Tja. Das müssen wir nicht verstehen, wollen wir auch gar nicht verstehen. Wir gewinnen Spiel 1 hier im United Center gegen die New York. Das war wohl nix. Nein, ernsthaft, was für ein hartes Spiel. Derrick Rose, Player of the Game. Auch wenn er da diesen entscheidenden im vierten Viertel eben nicht reingemacht hat. Aber das Problem mit den Würfen, hoffe ich mal, wird sich im Laufe der Playoffs regulieren. Denn das war kacke. Kann man das so sagen? So, wir simulieren. Das zweite Spiel geht auch an uns. Das... keine Ahnung. Glückwunsch, du hast Level 125 erreicht. Ja, ich glaube, wir haben... warte mal ganz kurz. Ja, komm. Ich glaube, wir haben die Serie gewonnen mit 3-0, denn jetzt kam das Update. Danke, dass Sie gekommen sind, André. Ich habe ein neues Ziel, dass Sweep wird gemacht. Keine Ahnung. Sweep, sweep, sweep. Also, es ist wohl doch Best of 7. Nee, ergibt doch keinen Sinn. Doch, nein. Warte, doch, ergibt Sinn. Und zwar müssen wir 4-0 gewinnen. Richtig. Ja, guck. Haben wir geschafft. Wir sweepen die Knicks in der ersten Runde. Und, Nee, jetzt müssen wir aufpassen. Ich habe keine Ahnung jetzt hier, wie wir jetzt klarkommen.
Wir brauchen einen Gegner. Müssen wir das hier simulieren, oder? Nein. Runde simulieren? Ja. Oh, die Pacers verlieren gegen die Raptors. Okay, das war Platz 4 gegen Platz 5. Das wird den Jan allerdings gar nicht gefallen. Auf der anderen Seite, Jan, jetzt kannst du definitiv den Bulls weiterhin die Daumen drücken. Die Heat sind raus gegen die Charlotte Hornets. Entschuldigung, jetzt wollte ich fast New Orleans sagen. Gegen die Charlotte... Nein, alles gut, ne? Alles gut? Das sind Pelicans, ne? Gegen die Charlotte Hornets. Ach ja, es waren die Bobcats und dann wieder zurück. Okay, das heißt, bye-bye Dwayne Wade. Die Cavaliers gewinnen 4-1 gegen die Hawks und treffen damit auf die Hornets. Im Westen besiegen die Spurs die Grizzlies mit 4-1 und die Thunder besiegen die Clippers ebenfalls mit 4-1. Das heißt, die Spurs treffen jetzt auf die Oklahoma City Thunder. Beide Teams möchte ich eigentlich nicht haben, falls wir überhaupt so weit kommen natürlich. Die Warriors besiegen die Dallas Mavericks. Das heißt, Dirk hat Urlaub, kann in die Sommerferien gehen. Und die Trailblazers besiegen die Houston Rockets. Das heißt, die Blazers gegen die Warriors im Westen. Und ja, man darf gespannt sein. Das heißt, ich habe zu oft jetzt das Scheiß gesagt, aber ist egal. In der nächsten Folge werden wir also das Spiel gegen die Raptors spielen. Das erste Spiel. Und dann mal gucken, ob wir ein zweites spielen müssen und so weiter. Oder ob wir wieder simulieren können. Und ja, mit etwas Glück besiegen wir dann die Raptors auch. Und dann, ihr wisst ja schon. Irgendwie kriegen wir das schon hin. In dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.